Moin moin und herzlich willkommen zu einem Speed-Tutorial zur ProMods-Installation der Version VAU 2.6.0. Das Ganze heute mal ein bisschen schneller als sonst, nicht ganz so ausführlich für die Leute, die nicht ganz so große Probleme haben. Für alle anderen, für euch sind die alten Tutorials auf jeden Fall noch hilfreich. Ich habe da nochmal reingeschaut, das meiste ist eben so geblieben, außer dass vielleicht andere DLCs benötigt werden. Da müsst ihr halt dann drauf achten. Aber ich verlinke euch unten auf jeden Fall die alten Tutorials, die ausführlichen Tutorials zu der ProMods und zu Truckers MP nochmal in der Videobeschreibung. Wenn ihr also mehr Hilfe braucht, dann schaut gerne da vorbei. Dann ist vielleicht dieses Video noch nicht das Richtige für euch. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch das Video erstmal schauen. Das geht dann schneller. Und solltet ihr dann noch Fragen haben, könnt ihr natürlich auch bei den anderen Videos nochmal vorbeischauen. Ja, das Ganze ist ein Speedguide, das heißt aber auch nicht, dass ihr natürlich keine Fragen stellen dürft. Habt ihr am Ende Fragen, wenn ihr das Video geschaut habt, dürft ihr die natürlich auch gerne stellen. Ich versuche zu helfen. Eine bessere Alternative, als das in den Kommentaren zu machen, ist allerdings unser Discord. Da gibt es eine ETS-Hilfe, eine Community, die euch da auch gerne unterstützt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Link ist wie gesagt unten auch in der Videobeschreibung. Kommt da drauf, da gibt es einen ETS-Hilfsbereich. Stellt da gerne eure Fragen, schickt Bilder rein. Und ansonsten würde es mich natürlich trotzdem auch freuen, wenn ihr am Ende des Videos einen Kommentar hier verfasst, ob es euch geholfen hat oder nicht. Wenn nicht, dann gerne auch begründet, warum nicht. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn es euch geholfen hat, lasst gerne ein Like da am Ende des Videos, damit ich sehe, okay, war gut oder war nicht so gut. Dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen, um den Leuten eben besser zu helfen. Kommen wir also zur Schnellguide-Installation der ProMods. Dafür geht ihr erstmal auf die Website promods.net. Dort meldet ihr euch erstmal an. Entweder, wenn ihr schon einen Account habt, meldet ihr euch mit dem an oder ihr erstellt euch einen neuen. Dazu könnt ihr in die alten Tutorials reinschauen. Die werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Die sind ein bisschen ausführlicher. Dies gilt ja, wie gesagt, nur für einen Schnellguide für Leute, die sich da schon halbwegs gut mit auskennen. Also seid ihr angemeldet, gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder ihr geht hier oben über Compatibility ETS 2 oder ihr geht hier unten über ProMods Europe. Der Vorteil hier unten ist es, wenn ihr das anklickt, kommt ihr direkt in die aktuellste Version der ProMods, in die 2.6.0 und könnt direkt mit der Installation anfangen. Hier oben ist dann nochmal ein Zwischenschritt notwendig, den machen wir aber auch im Schnellguide jetzt. Ihr öffnet das also und dann öffnet sich hier eine Compatibility-Seite und auf der findet ihr jetzt alle Versionen der ProMods, die ihr herunterladen könnt. Auch natürlich die aktuelle, die wir brauchen. Wir gucken uns diese Übersicht also mal ganz schnell einfach an. Release Date, klar, wann das Ganze erschienen ist. ETS 2 Version, welche Version ihr im ETS braucht. Also in diesem Fall die Version 1.43x. X steht da für alle weiteren Versionen, für kleine Updates, die da in ETS kommen könnten. Also kann dann 1, 2, 3 kann es sein. Also die 1.43er Varianten werden unterstützt von dieser ProMods Version. Und hier kommt dann eben die Version 2.6.0. Das ist immer ganz interessant für Truckers MP, wo ihr dann schauen könnt, welche Version braucht ihr, um Truckers MP zu spielen. Da steht dann immer, welche Version ETS und welche Version ProMods. Das könnt ihr hier immer ganz gut nachvollziehen. Nächste Spalte, Requires DLCs. Da seht ihr, welche DLCs ihr braucht. In diesem Fall ist das mit dieser aktuellen Version, mit der 260, so, dass ihr jetzt auch Iberia braucht. Also Going East, Skandinavien, Frankreich, Italien, Baltic Sea, Black Sea und Iberia. Russland noch nicht, das ist ja noch nicht draußen. Und ich denke, das wird es dann irgendwann mit Release, mit späteren Versionen dann auch ins Spiel finden. Aber erstmal diese DLCs, da müsst ihr immer gucken, habt ihr alle. Ansonsten funktioniert ProMods nämlich nicht. Ihr braucht zwingend alle Map-DLCs, die aktuell verfügbar sind. So, Contents, da ist einfach aufgeführt, welche Städte neu dazukommen, welche überarbeitet wurden und was eben zur vorigen Version hinzugefügt wurde. Und dann habt ihr hier hinten einen Download-Link, da klickt ihr drauf, Installer. Damit kommt ihr auf die Installationsseite und auch damit zum ersten Schritt. Wir sehen das, ein von vier Schritten. Wir machen den ersten, der ist ganz easy. Wir erstellen eine Dev-Datei.
Ohne das Ganze funktioniert das nicht, also klicken wir hier drauf und können hier unsere Datei erstellen. Da stellen wir alles so ein, wie wir das haben wollen. Das ist alles individuell einstellbar. Da müsst ihr halt eure individuellen Geschmäcker entscheiden lassen. Ich lasse das hier oben erstmal alles so. Hier ist wichtig, wenn ihr das Map Zoom Kompatibilität auswählt, da könnt ihr dann noch mit anderen Maps das zusammenspielen, dass das alles richtig funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel auch das Going East oder die Russ-Map oder sowas, wenn ihr irgendwas anderes nutzen wollt, dann solltet ihr das aktivieren. Und Special Transport DLC dürft ihr nur aktivieren, wenn ihr auch das Special Transport DLC habt. Habt ihr das nicht, aktiviert ihr das nicht, ansonsten funktioniert nämlich die Dev-Datei nicht. Ich habe das, setze deswegen den Haken. Habt ihr es nicht, setzt ihr ihn nicht. Und dann klicken wir auf Erstellen. So, dann fragt er uns, speichern unter. Ja, speichern unter. Und das Ganze speichern wir im Euro Truck Simulator Mod Ordner. Der befindet sich bei mir, und das denke ich ist bei euch wahrscheinlich dasselbe, unter Dokumente im Euro Truck Simulator Ordner unter Mods. Ihr seht, hier sind jetzt noch die ganzen anderen Versionen drin. Das macht aber ja nichts. Wir speichern die einfach dazu. Wir sehen das ja, Version 2.60. Zack, rein damit. Fertig. Dev-Datei installiert. Wichtig ist eben, dass ihr das im Dokumentenordner speichert und nicht unter Steam, denn da gibt es keinen Mod-Ordner im Euro Truck Simulator. Haben wir das, schließen wir diese Seite wieder und gehen weiter zu Schritt 2 und kommen zur Übersicht. Hier wird erklärt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Wir können einmal einen Premium-Download machen und einen Standard-Download. Worin unterscheiden die sich? Der Premium-Download kostet 1 Euro, der andere Standard-Download ist umsonst. Premium-Download geht schneller, hat keine Werbung und ihr bekommt eine Datei, die ihr am Ende entpacken müsst. Beim Standard-Download bekommt ihr mehrere Dateien, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es aktuell sind. 8 Dateien, die ihr bekommt, die ihr alle entpacken müsst. Das dauert ewig lange. Deswegen, wenn ihr einen Euro überhaupt, investiert den. Das wird genutzt, um das Ganze instand zu halten. Hier ProMods ist ansonsten ja kostenlos. Und 1 Euro ist für so eine riesige Map, finde ich, schon in Ordnung. Deswegen machen wir auf jeden Fall den Premium-Download. Klickt da drauf, werdet da auf die nächste Seite weitergeleitet. Ihr seht das hier, wie groß die Datei ist. 1859 MB für die Version 1.43 im ETS. Klickt da an, werdet ihr auf eine weitere Seite weitergeleitet. Und hier müsst ihr eben diesen Euro jetzt bezahlen, Buy and Download. Dann könnt ihr das Ganze per PayPal bezahlen. Das mache ich natürlich einmal, ohne euch zu zeigen, was hier meine Daten sind. Dann habt ihr das Ganze eben bezahlt, werdet zurück auf die Download-Seite gelenkt. Und da findet ihr dann alle wichtigen Informationen nochmal zu eurer Bestellung. Ich empfehle euch, ganz wichtig, kopiert euch den Download-Link, denn sollte das Ganze nicht funktionieren in eurem Browser, dann könnt ihr den Link in alle anderen Browser einfügen und das Ganze nochmal runterladen, ohne dass ihr nochmal was bezahlen müsst. Also speichert euch den gut, wenn ihr nicht nochmal einen Euro bezahlen wollt, wenn bei der Installation mal was schief laufen sollte. So, habt ihr das gemacht? Gibt es hier die Datei, die klickt ihr einfach an und dann wird die heruntergeladen. Wir speichern das. Natürlich auch in dem gleichen Ordner, wo wir schon die Dev-Datei gespeichert haben. Jetzt werden die anderen nicht angezeigt, weil hier nur die WinRAR-Archivdateien drin sind. Da speichern wir das dazu, das ist die Version 2.60. Und ihr seht, das geht jetzt relativ schnell, bei mir jetzt knapp 5 Minuten. Je nach Internet natürlich auch schneller oder langsamer. Aber bei dem anderen, bei dem Standard-Download, wird er dann bestimmt locker mal 15, 20 oder sogar mehr Minuten mit dem Download beschäftigt. Ist der abgeschlossen, sehen wir uns gleich wieder. Wenn die Installation dann fertig ist, dann geht ihr in euren Euro Truck Simulator 2 Mod Ordner, wo ihr das Ganze reingespeichert habt. Und dort habt ihr dann, entweder ihr habt schon andere Versionen gehabt, dann habt ihr das so wie ich, dann seht ihr die anderen auch, oder ihr habt das erste Mal ProMods installiert, dann habt ihr eben nur die beiden Dateien hier oben, beziehungsweise einmal die Datei, die Dev-Datei, die SCS-Datei und einmal das Archiv, das wir jetzt noch entpacken müssen. Das Ganze könnt ihr mit WinRAR machen oder mit einem anderen beliebigen Programm. Ich mache es mit WinRAR. Ich weiß jetzt nicht, ob alle gleich funktionieren, aber sehr, sehr ähnlich. Dann seht ihr hier unten die Dateien. Die müssen wir entpacken. Und jetzt ist das Allerwichtigste daran.
Ja, wir müssen die in den Euro Truck Simulator 2 Mod-Ordner entpacken und nicht noch in einen Unterordner. Das heißt, wir machen das hier mal weg, sodass das nur der Euro Truck Simulator 2 Mod-Ordner ist. Ansonsten funktioniert nämlich das Ganze nicht. Das machen wir mal. Jetzt entpackt er die ganzen Dateien. Ja, da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass das eben nicht zu einem Unterordner erstellt wird und ihr dann dadurch Probleme bekommt. Macht ihr das trotzdem aus Versehen mit einem Unterordner, könnt ihr die Datei natürlich am Ende, auch wenn sie dann entpackt sind, kopieren und ganz einfach in den Mod-Ordner an die richtige Stelle schieben. Dann kommt ihr bei der letzten Datei an und das Ganze scheint fertiggestellt zu werden. Es hat auch funktioniert, genau. Dann können wir das WinRAR-Programm wieder schließen und sehen jetzt hier einmal hier oben. Nein, Moment, das ist nicht die Dev-Datei. Die Dev-Datei ist jetzt dazwischen gerutscht. Wir sehen das hier jetzt. Das Ganze sind die Promos-Dateien der aktuellen Version. Sehen wir ja immer, das ist ja immer ganz schön benannt. Map, Model, Model, Media Asset, Dev-Datei und Model. Das hier ist das Archiv, das könnt ihr löschen, könnt ihr auch drin lassen. Das macht absolut gar nichts. Im nächsten Schritt müssen wir uns aber im Spiel im Mod-Manager wiedersehen. Bis gleich. So, da sehen wir uns wieder hier im Euro Truck Simulator direkt. Da geht ihr jetzt einfach hier auf den Mod-Manager. Der Mod-Manager öffnet sich. Und wenn ihr jetzt noch die alte Promos habt und die hier aktiv ist, dann müsst ihr die einmal rausnehmen, um dann die neue reinzupacken. Ich würde nicht verschiedene Versionen drin lassen, sondern immer nur die aktuelle, die ihr dann halt auch braucht. Und dann benutze ich immer eine spezielle Reihenfolge, die bei mir eigentlich keine Probleme bereitet. Müsst ihr gucken, ob ihr das auch macht oder sie einfach irgendwie reinklatscht. Es funktioniert wohl auch, wenn die Reihenfolge egal ist. Ich lasse sie immer, weil mal irgendwo jemand gesagt hat, es kann dann halt zu Problemen führen. Deswegen meine Reihenfolge hier für euch. Meine erste Datei ist die Definition Package Datei, also die Dev Datei. Und ihr müsst immer mit der Datei anfangen, mit der geringsten Priorität. Ihr könnt das nachher zwar noch ändern, aber warum nicht gleich in der richtigen Reihenfolge einfügen. Also Dev, dann ist bei mir das Mod Package, dann kommen die Modell Versionen, die muss ich ganz kurz suchen hier. Und zwar haben wir da 3 zuerst, 3, 2, 1. Dann kommt das Media Package hier und zu guter Letzt das Asset Package. Das müsste ganz oben ja eigentlich rumliegen. Ne, wo ist das? Ich sehe es jetzt noch nicht. Hier. Genau, jetzt gibt es noch, das werde ich jetzt so nicht zeigen, das kriegt da so hin, hier für den Konvoi-Modus eine Steam-Datei, die könnt ihr über Steam runterladen, gebt da einfach Promos 260 Konvoi Mod Support ein, dann downloadet ihr euch die, abonniert euch die und dann könnt ihr die auch noch hinzufügen, dann könnt ihr das Ganze nämlich auch im Konvoi-Modus spielen und das Ganze funktioniert. Dann gehen wir hier unten auf Änderungen speichern oder bestätigen, zack, das Ganze ist drin und ihr könnt euer Spiel starten. Früher hat man immer noch gesagt, ja, das Spiel also einmal bestätigen, dann rausgehen, nochmal neu starten. Mittlerweile, glaube ich, muss man das gar nicht mehr. Das funktioniert eigentlich auch so ganz gut immer. Sollte es Probleme geben, starte das Spiel einfach nochmal. Guckt mal, ob es dann funktioniert. Das ist ja gar kein Problem. Nach dem Hinzufügen einer neuen Version, ihr seht das, entsteht unten immer dieser gelbe Schriftzug, dass das ein Modell, einen Moment dauert. Das ist immer dann, oder wenn eine neue Version ETS erscheint, wenn die ganzen Daten neu geladen werden müssen von der Karte und so, das dauert immer ein bisschen. Keine Angst, das kann auch mal länger dauern. Das hat bei mir auch schon mal ewig gedauert, wo ich dachte, das Spiel funktioniert nicht mehr. Aber am Ende war es halt einfach nur eine ewig lange Wartezeit. Also lasst dem Spiel am besten die Zeit, macht nichts, damit es auf keinen Fall abstürzt. In den meisten Fällen lädt es einfach nur lange. So, dann sind wir im Spiel drin. Änderungen Spiel festgestellt, das kennt ihr von normalen Updates. Einfach mit OK bestätigen und dann gucken wir mal in die Weltkarte. Das ist immer ein ganz guter Überblick. Ihr seht, oder ihr habt euch vielleicht eine Stadt gemerkt, die neu hinzugekommen ist. Zum Beispiel fällt mir jetzt hier Flensburg ein.
Und ihr seht, Flensburg liegt da. Das passt mit der Karte. Es kann nämlich auch mal passieren, dass das Ganze verschoben ist irgendwie, dass das nicht passt. Aber ihr seht, Insel und Straßen und Städte passen überein. Ihr seht, es sind einige neue Städte dazugekommen hier in einigen Bereichen. Das ist also die aktuelle Version. Es passt alles. Achso, hier unten wäre dann Middle East. Das ist noch nicht. Auch Spanien. Also ihr seht, alles wunderbar. Und damit könntet ihr dann jetzt ins Spiel rein starten, zum Fahren gehen und auf der ProMods unterwegs sein, euch wunderbare neue Gegenden angucken und eben dann die wunderschöne neue Map genießen. Ihr seht auch, wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, es funktioniert. Der LKW wird wahrscheinlich jetzt auch fahren. Ja, so, ohne dass es abstürzt, und das ist ein wunderbares Zeichen, dass die Installation an diesem Punkt eben auch funktioniert hat. Jetzt sehen wir uns gleich noch zu zwei weiteren Sachen nochmal ganz kurz wieder, die ich einfach nur mal ganz kurz noch ansprechen möchte. Und zwar kommen wir jetzt nochmal zurück auf die ProMods-Seite, denn es gibt ja noch weitere Sachen, die es bei den ProMods gibt. Wir haben uns jetzt um die aktuelle Version gekümmert, der Haupt-ProMods. Dann haben wir hier aber noch die Möglichkeit, Add-ons herunterzuladen. Das Ganze ist ganz easy, und zwar müsst ihr dann gucken, was das hier ist. Das sind einmal die Kabinen-Accessoire-Pack, das heißt einfach nochmal Einrichtungsgegenstände. Die könnt ihr hier runterladen. Brauche ich, um ehrlich zu sein, nicht. Dann gibt es die Middle East Add-on Packs. Das ist noch eine Map-Erweiterung, kommen wir gleich zu. Trailer and Company Pack, also dass ihr andere Trailer noch habt, andere Firmen im Spiel, echte Spiele, echte Firmen und so weiter. Genau, das sind die Add-ons für den Euro Truck Simulator. Das Ganze funktioniert auch für den American Truck Simulator. Da müsst ihr halt über den American Truck Simulator, über den ATS-Bereich gehen, wo ihr dann eben als ProMods Kanada habt. Wir wollen uns einmal noch ganz kurz um Middle East kümmern. Das Ganze ist der Mittlere Osten, also Iran, Irak, Ägypten, unten die Ecke. Ihr seht das hier, Version 260 auch wieder. Ihr braucht alle anderen DLCs, klar, weil das nur mit der aktuellen ProMods-Version funktioniert. Und dann seht ihr hier, was dazugekommen ist, einfach nur, dass das eben dann funktioniert. Ihr geht hier hinten auf den Download, dann öffnet sich das gleiche Fenster wie schon vorhin, deswegen das ist eigentlich gleich. Ihr braucht hierfür keine Diff-Datei, denn die ist schon inbegriffen in dem, was wir herunterladen. Und hier kann ich euch sagen, Premium Download könnt ihr machen, wenn ihr die Entwickler noch mehr unterstützen wollt als mit diesem 1 Euro. Ansonsten könnt ihr auch den Standard-Download nehmen, denn die Datei ist nicht besonders groß und das dauert nicht unbedingt sehr lange. Deswegen nehme ich hier den Standard-Download, gehe da drauf, installiere das Ganze über diese Datei und dann ist das eben der gleiche Lauf wie vorhin. Ihr speichert das Ganze im Mod-Ordner, entpackt die Datei und fügt sie dann im Euro Truck Simulator Mod Manager einfach noch mit ein. Dann haben wir noch mal ganz kurz den Blick hier in den Mod-Ordner. Hier sind jetzt die beiden Pakete der Middle East Erweiterung drin. Auch die fügen wir jetzt noch oben drüber ein. Das ist in Ordnung. Die könnt ihr drunter packen, drüber packen, ist relativ egal. Bestätigen das wieder und können dann erneut ins Spiel gehen und müssen jetzt natürlich noch überprüfen, ob auch das Middle East Pack richtig installiert ist. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft und dann kann man auch richtig loslegen mit dem Spielen. Und dann gucken wir da auf die Karte und wir sehen, Middle East ist drin. Ihr seht, das ist also der Abschnitt hier unten, Mittlerer Osten, von hier Türkei runter über Iran, Irak, Beirut ist dabei, Damaskus bis runter hier nach Ägypten. Das Ganze ist das Middle East Add-on. Wenn ihr das auch haben wollt, ladet es euch mit runter, ist kein Muss. Es reicht auch die normale ProMods, die ist ja dann auch schon sehr, sehr, sehr voll. Krass voll, wenn man das so will. Aber es ist immer noch mal ein interessanter Nebenbereich, wo man auch fahren kann, der sehr interessant ist. Und wie gesagt, dann ladet es euch mit runter. Kontrolliert wieder, ob das hier alles passt. Das sieht hier sehr gut aus. Und ja, testet das Spiel, ob es läuft. Wenn ja, habt ihr alles richtig gemacht, dann wäre man an dieser Stelle durch. An dieser Stelle natürlich erstmal ein herzliches Dank, dass ihr alle dran geblieben seid, dass ihr das Ganze hier mitgeschaut habt. Wir kommen jetzt nochmal zu dem, was ich nicht unbedingt sehr gut zeigen kann, aber nochmal zu ein paar Möglichkeiten, falls es Probleme gibt, die ich gerne einmal hier kurz ansprechen möchte, denn es werden ja immer wieder Fragen gestellt und dabei ergibt sich immer
mal so ein Bild, was so die häufigsten Fehler sind. Solltet ihr andere Fehler haben oder Probleme haben, könnt ihr gerne dem Discord joinen und da im ETS-Hilfsbereich mal eure Fragen stellen. Da versuchen wir dann zu helfen. Da könnt ihr dann Bilder reinschicken. Dann lässt sich das Ganze immer ein bisschen besser klären, wenn es eben zu Fehlern kommt, die wir so jetzt nicht schnell beheben können. Denn in den Kommentaren ist das immer sehr schwierig. Ich versuche, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr gerne auch einen Kommentar schreiben. Ich mache aber meistens nicht mehr als ein, zwei Antworten darauf, weil das einfach sehr, sehr umständlich ist, da immer zu versuchen, Lösungsmöglichkeiten zu finden, weil eben die Antworten meistens erst sehr, sehr spät wiederkommen und das funktioniert dann eben nicht. Das haben wir schon öfters feststellen müssen. Deswegen kommt auf den Discord, da könnt ihr im ETS-Hilfsbereich Bilder reinschicken und da können wir gut schreiben und uns austauschen, um dann eventuell auf eine Lösung zu kommen. Ja, Probleme, die öfters mal auftreten, das haben wir vorhin auch schon einmal angesprochen, deswegen die vorneweg, ist zum einen zum Beispiel, dass ihr eure ProMods-Dateien, die ihr entpackt, in einen Unterordner gesteckt habt, dann kann es zu Problemen kommen, dann wird das Ganze eventuell nicht erkannt und die Dateien sind gar nicht erst im Mod-Ordner zu finden. Also, wenn die da nicht drin sind, guckt mal in euren Euro Truck Simulator Mod-Ordner, wenn die Mod-Manager fehlen, ob ihr da vielleicht den Unterordner gewählt habt und nicht direkt den Mod-Ordner ausgewählt habt. Wenn das der Fall sein sollte, schiebt sie einfach rüber in den Mod-Ordner. Das sollte das Ganze schon lösen können dann. Ein weiteres Problem, was eigentlich nicht so oft auftritt, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, ist, dass ihr die falsche Mod-Reihenfolge habt im Manager, beziehungsweise dass eventuell andere Mods ein Problem verursachen. Das kann natürlich sein, deswegen guckt mal, wenn irgendwie Probleme auftauchen, dass das Spiel vielleicht abstürzt, wenn er die Pro-Mods benutzt, dass er dann vielleicht alle anderen Mods erstmal rausschmeißt und das Ganze nur mit der Pro-Mods versucht und vielleicht, wenn ihr eine andere Reihenfolge habt, nutzt er einfach mal meine Reihenfolge, vielleicht hat das ja was zu sagen, es ist immer ein Versuch wert, nicht immer ist es dann wirklich der Grund, aber bevor man da steht und gar nichts versucht, macht das ruhig, testet das mal. Und vielleicht habt ihr ja Glück und dann funktioniert das Ganze. Ja, dann natürlich der Hauptgrund, warum das Ganze nicht funktioniert. Ihr habt die falsche Version runtergeladen oder ihr habt nicht alle DLCs. Das passiert nämlich ganz oft, dass dann jemand zum Beispiel Iberia nicht hat, weil es noch neu ist oder so. Ihr braucht zwingend alle Map-DLCs. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das nicht. Habt ihr die nicht? Geht es nicht. Und auch die Versionen müssen natürlich immer zusammenpassen. Das heißt, wenn ihr eine alte ETS-Version habt, könnt ihr nicht die neueste Promods benutzen. Andersrum ganz genauso. Ganz wichtig, hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, das Special Transport DLC, wenn ihr das habt, gebt ihr das in der Dev-Datei an. Habt ihr es nicht, gebt ihr es nicht an. Macht ihr es trotzdem, habt ihr wieder eine Fehlermeldung und das Ganze funktioniert nicht. Einen kleinen Tipp habe ich allerdings noch für euch, und zwar, wenn ihr eine Inkompatibilität feststellt bei der ProMods. Wir können das jetzt hier ganz schön sehen. Ihr seht zum Beispiel hier, das sind jetzt die alten Versionen, die sind inkompatibel und es gibt zum Glück im Mod-Manager die Möglichkeit, hier beim i das mal anzuklicken, dann seht ihr inkompatibel, Abhängigkeiten, welche DLCs braucht ihr. Da würde dann auch stehen, wenn ihr eins nicht habt. Ja, und dann könnt ihr hier durchscrollen und dann wird hier unten nochmal erklärt, 6 DLCs sind erforderlich. Dann stehen die da nochmal und die brauchst du, um das durchzuführen. Dann Special Transport DLC ist kompatibel, aber nicht benötigbar. Und manchmal steht dann da noch mehr, das ist jetzt hier eben nicht so, aber daran kannst du manchmal auch erkennen, was denn das Problem ist. Also schaut da mal rein und wenn ihr nicht weiter wisst und das ist inkompatibel und ihr sucht auf Discord Hilfe, dann könnt ihr auch immer mal ein Bild von eurem Mod-Ordner, von eurem Mod-Manager und von eurem, hier von der einzelnen Datei, von einer reicht meistens, die Übersicht. Denn diese drei Bilder, die sind immer ganz hilfreich, wenn ihr die mal mit reinschickt in den Discord, damit man euch da besser helfen kann. Aber wenn ihr vielleicht selbst die Lösung schon findet, guckt einfach mal hier rein, vielleicht entdeckt ihr ja selbst den Fehler, dann ist das natürlich umso besser. Und zu guter Letzt hätte ich da noch einen Vorschlag, sollte euch beim Entpacken eine Fehlermeldung angezeigt werden, dass da zum Beispiel Dateien beschädigt sind oder irgendwas nicht gefunden werden kann, dann kann das durchaus daran liegen, dass ihr mit dem falschen Browser oder dass euer Browser da Probleme gemacht habt. Ich habe das heute mit Microsoft Edge runtergeladen. Da hatte ich schon öfters mal Probleme mit. Heute hat es komischerweise mal wieder funktioniert, deswegen habe ich meistens Google Chrome benutzt. Sollte also so ein Fehler aufploppen, dann habt ihr euch ja zum Glück
hoffentlich, so wie ich euch das gesagt habe, den Link kopiert und könnt das also in einem anderen Browser nochmal neu versuchen herunterzuladen. Meistens hilft das und diese Fehler werden eben durch diesen Download, durch irgendwelche Fehler, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das kann eben durch verschiedene Browser ausgelöst werden, dass dann da die Fehlermeldung kommt beim Entpacken, weil eben irgendwelche Files da fehlerhaft gedownloadet wurden. Keine Ahnung, kann ich euch so genau nicht erklären. Ich weiß nur, dass das meistens eine ganz gute Lösung für diesen Fehler ist. Das war es aber ansonsten schon mit diesem Speed-Tutorial. Ich hoffe, euch hat das Ganze geholfen. Wenn ja, würde es mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr ein Like auf dieses Video geben würdet, wenn ich euch helfen konnte. Auch könnt ihr natürlich einen Kommentar da lassen, wenn es euch wirklich geholfen hat, schreibt es rein. Wenn es euch nicht geholfen hat, schreibt es auch rein. Entweder wenn ihr die Lösung selbst gefunden habt, schreibt rein, warum ihr sie nicht durch mein Video gefunden habt. Oder wenn ich euch helfen konnte, sagt, ob das wirklich hilfreich war. Oder wie ich vielleicht in einem neuen Tutorial, denn es soll noch ein neues Tutorial geben, bei der nächsten oder übernächsten Promos-Version möchte ich das Ganze wieder etwas ausführlicher machen nochmal. Für die Leute, die größere Probleme haben. Und wenn euch Fehler auffallen, wie ich das Ganze besser erklären kann oder wo ich vielleicht was nicht ganz optimal erklärt habe, dann schreibt das bitte unten rein, dann kann ich es beim nächsten Mal korrigieren, um den Leuten dann eben noch besser zu helfen. Habt ihr jetzt noch Fragen oder sonstiges, gerne natürlich in die Kommentare, wie gesagt, oder auf den Discord joinen. Link ist unten in der Beschreibung, würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken, wenn es hoffentlich geklappt hat mit der Installation. Bis dann, euer Kevin zockt. Bye, bye.